Butscha hat sich als Inbegriff der russischen Kriegsverbrechen in die Köpfe gebrannt wie kein anderer Ort. Leichen dutzender Zivilisten wurden im März auf einer Straße, der Jablunska-Straße, gefunden, nachdem die Stadt rund einen Monat von russischen Truppen besetzt wurde. Bis August 2022 seien ukrainischen Angaben zufolge 458 Leichen in dem Ort entdeckt worden sein. Die Soldaten des 234. Luftlandregiments aus dem westrussischen Peskow sollen Recherchen der New York Times zufolge hauptverantwortlich für die Morde der Jablunska-Straße sein. 24 von ihnen konnte die Zeitung identifizieren. Die Journalisten werteten neben Videos auch Telefondaten aus. So sollen die Soldaten, Zitat, routinemäßig die Telefone ihrer getöteten Opfer benutzt haben, um nach Russland zu telefonieren. Die meisten Zivilisten seien per Kopfschuss gestorben, so die New York Times. Auch die Identität von 3 Dutzend der getöteten Zivilisten konnte die Zeitung ausfindig machen. Sie seien, Zitat, offenbar im Rahmen einer systematischen Säuberungsaktion erschossen worden, um den Weg zur Hauptstadt zu sichern. Am 27. Februar wurden die russischen Angreifer zunächst vom ukrainischen Militär zurückgedrängt, als sie über Butscha die Hauptstadt Kiew einnehmen wollten. Doch am 3. März kamen die Russen zurück nach Butscha, unauffälliger als beim ersten Mal. Ihr Fokus die Jablunska-Straße, die sich zentral durch den Vorort zieht. In einer alten Fabrik errichteten sie ihr Hauptquartier. Zitat, sobald sie die Jablunska-Straße erreicht haben, schossen sie auf alles, was sich bewegt hat, auch auf Zivilisten, berichtet der Reporter der New York Times. Soldaten suchten nach erwachsenen Männern, befragten sie und töteten sie. Aus Angst, dass diese Männer ihnen gefährlich werden könnten, so die Zeitung. Weder das russische Verteidigungsministerium noch die russische Botschaft in Washington hätten auf Anfrage der Zeitung reagiert. Die russische Regierung hatte eine Beteiligung russischer Soldaten an Folterungen und Tötungen stets bestritten.